Hello, I'm Roman from Poznań, from Trade Union Inicjatywa Pracownicza, Workers Initiative. I will say you from our Polish perspective why Amazon is definitely not good neighbor. Hallo, ich bin Roman aus Poznań. Ich bin dort in der Arbeiterinneninitiative organisiert und ich werde euch hier erzählen, warum Amazon definitiv keine gute Nachbarin ist. This top capitalistic company is just using people and environment to make big and bigger business just for very elite small number of people and for most rich men in the world, Jeff Bezos. Ich werde euch erzählen über diese hochkapitalisierte Firma, die auf den Rücken von den Arbeiterinnen viel Geld für viele Millionäre verdient, vor allem für den Gründer und Chef Jeff Bezos. Amazon doing worst working environment because we working in Poland for German market, but we working harder, faster and longer shifts and worse condition, like for example German colleagues who speak before me. Da wir großteils für den deutschen Markt arbeiten, möchte ich euch über die schlechten Arbeitsbedingungen erzählen und über die komplette Überwachung des Arbeitsgebietes und genau wie mein Kollege vor mir, der schon darüber gesprochen hat. We're working for four times less money, four times lower wages, and working 10 hours shifts. So, for example, I'm working near my warehouse, I'm living near my warehouse, so I spend 12 hours for work, but some people going 2 hours in one direction, so spend for work 15 hours per day or night, because we have day and night shifts. Wir verdienen viermal weniger und arbeiten dafür sehr viel, unter anderem 10 Stunden. Ich zum Beispiel lebe in der Nähe von dem Ort, an dem ich arbeite, von der Fabrik. Und ich arbeite 12 Stunden und kann direkt nach Hause gehen und es ist in der Nähe. Aber Kolleginnen von mir haben noch einen Hinweg von 1 Stunde und das macht dann mit dem Rückweg 15 Stunden pro Tag Arbeitsaufwand. And we're working still for very, very high and hard pressure for our management. So they try push us to working harder and harder and faster, always threatening us to fire from work. Wir arbeiten unter enormem Druck, da unser Management die ganze Zeit sagt, dass wir schneller und härter arbeiten sollen und wenn wir das nicht tun, dass wir dann gefeuert werden. And Amazon using environment and for example we working for German market and all staff, almost all staff which you have in our warehouse coming from Germany, and after we just repacking this, we send this back to Germany, and for this Amazon use big trucks who consume a lot of gasoline, oil, and produce a lot of carbon to atmosphere, and it's doing bad to, of course, climate. Wir arbeiten größtenteils für, nicht für Polen, nicht für polnischen Produkten. Die Produkte kommen aus Deutschland, werden in Polen zusammengesetzt und dann wieder nach Deutschland gebracht. Diese Produkte werden dann in großen LKWs verfrachtet, die wiederum super viele Kraftstoff verbrauchen und umweltschädlich sind. And like we know and you know probably, so if somebody won't speak true about Amazon, so Amazon threat them to fire from work, like now it's situation in United States. Will ja niemand so richtig erzählen, was bei Amazon eigentlich los ist, aber Amazon droht uns mit der Kündigung, genauso wie es in den Vereinigten Staaten von Amerika passiert ist.
So for this every reason, so it's Amazon using us and environment to just for profit, not for people. So we have to unite above border, above continents, against this capitalist monsters, and just for here in Berlin we have to say very clearly, kick out Amazon from Berlin. Genau, Amazon behandelt uns schlecht und die Umwelt schlecht und es wird Zeit, dass wir uns gegen diese schlechten Arbeitsbedingungen organisieren, in Polen, in Deutschland, über Ländergrenzen hinweg und auch über die Grenzen von Kontinenten hinweg, und deswegen müssen wir laut sagen, kick out Amazon.